Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay of the Week. Auf dem IS-6 ist der M90B hier angetreten, der Karte Himmelsdorf. Und wenn das nicht das Replay of the Week wäre, würde ich es wahrscheinlich einen warmen Geldregen nennen. Denn das, was er am Ende rausbekommt, brutto 220.000 Credits, das ist krass viel. Ja, wie er dahin kommt, das sehen wir uns jetzt einfach mal an, was schon mal gleich zeigt und etwas verwunderlich ist, dass er eben nicht auf den Hügel fährt, sondern dass er von eigentlich einer sehr guten Hügelstartposition hier direkt runter Richtung Wohlschlachtergasse fährt. Ja, dann schauen wir doch mal, was er da so anstellt. Man sieht, er hat keine HE-Granaten dabei, 18 normale, 12 Premium-Shells. Der Gegner hat zwar ein paar TDs, verhältnismäßig aber auch gar nicht so viel. Der Jagdpanther zum Beispiel ist natürlich hier prädestiniert, aber der hat er sich ganz, ganz, ganz kurz seitlich gezeigt und er hat es hier schamlos ausgenutzt. Aber in dem Fall, da hat er jetzt natürlich ein bisschen das Problem des Durchschlags, weil hier, wenn die Panzer sich richtig stellen, dann ist es hier halt auch nicht so leicht, da zu arbeiten. Der IS-3 prallt hier ab, sodass er sich hier in der Stellung ein bisschen verändern konnte. Der AT-15A da jetzt da hinten, da versucht er oben auf den Turm drauf zu schießen. Ja, und es klappt auch. Und der nächste auch, der wieder schön sitzt. Ja, der Schaden 1144 für die Zeit ist schon okay. So, jetzt guckt er da nach links, weil da der IS-3 langsam rumkommt. Und jetzt kommt der Jagdpanther, deswegen muss er sich hier ein bisschen zurückziehen. Weil sonst hätte er gleich den Stellungskrieg von zwei Seiten, den er dann definitiv nicht mehr gewinnen kann. Jagdpanther kommt jetzt hier rum, kriegt da gleich eine. Und da prallt der Jagdpanther an ihm wiedermals ab. Die IS-6-Panzerung ist einfach gefühlt eine der drolligsten im ganzen Spiel. Ich kann euch das nicht belegen, warum, aber der Panzer hat einfach da eine ganz hohe Rate daran, dass der Gegner verzweifelt. So, jetzt muss der Jagdpanzer nur mal rum. So, jetzt hat er es nochmal probiert, aber da rettet er sich jetzt direkt zum Wrack. Stellt sich jetzt auch gleich so dahinter auf, dass er nachgeladen hat. Oh, jetzt hat er aber gut getroffen, nämlich sogar das Munitionslager ist hier geflogen. Aber da macht er das schnell klar, muss auch jetzt hier rum, weil der Ladeschütz auch wieder hier direkt raus war. Beziehungsweise war der Ladeschütz, war nicht das Munitionslager. My fail. Aber das hat er jetzt natürlich, den hat er wieder zurück ins Leben gerufen. Und dementsprechend geht es jetzt weiter. 5 zu 7 für den Gegner. Da schnell ein Schuss auf den Bulldog. Muss da aufpassen hinter sich. Hat er den IS. Nicht, dass der da ihn blockt und dementsprechend ihn den Weg hier verbaut. So, und jetzt hier hinten die Verteidiger. Der Bulldog schaut nicht. Ja, und da bekommt er die Quittung dafür. Da jetzt der T29. Da kann er sich hier schön hinstellen und dem eine geben. Aber 6 zu 11 ist natürlich langsam ein Ergebnis, wo man wirklich sagen muss, da läuft es für den Gegner sehr, sehr gut.
Er kann jetzt hier nicht wirklich vorpreschen, weil er hat auch kein Backup bei sich. Gegner fängt jetzt das Cappen an, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie durchcappen. Normalerweise kommt jetzt da immer im Teamchat gleich Don't Cap Kill All. Und scheinbar ist das auch hier wieder passiert. Er kann jetzt hier wirklich sehr entspannt wirken, weil keiner final auf ihn drauf pusht. Außer jetzt der T54 Mod, aber der denkt noch, oh, der hat schon wieder nachgeladen. Hatte er noch gar nicht. Also dem hätte er jetzt ordentlich eine geben können. Nun hat er aber nachgeladen. Und, oh, da ist noch ein voller ES3. Also eigentlich, wenn jetzt da der ES3 rumkommt, sehe ich jetzt nicht, wie er das hier retten soll. Aber auch hier machen sie den Fehler. Sie ziehen sich wieder zurück, anstatt einfach drauf zu fahren. Der T29 probiert es jetzt. Aber er denkt sich, nee, der T54 Mod 1 ist noch das schlimmere Ziel. Jetzt schaut euch mal, was hier an Gegnern sind, gegen diese er sich jetzt erwehren muss. Keiner, der jetzt aber wirklich hier auf ihn drauf drückt. Das ist jetzt das ganz, ganz Schlechte, was der Gegner hier macht. 9 zu 14, also jetzt ist er gegen 5 Panzer alleine und ist hier in seiner Höhle gefangen, weil weg kann er da nicht mehr. So, der ES3, da ist noch ein voller ES, das gibt's ja gar nicht. Wo kommen die denn alle her? Komm, Junge, streng dich an. Aufs Kettenrad und wieder vorne an den Geröllhaufen. So, ES prallt ab. Den muss er jetzt rausnehmen. Nimmt ihn raus, super. Jetzt drückt der ES da auf ihn drauf. Deswegen muss er jetzt natürlich da den... Oh, jetzt kriegt er auch noch einen Hit. Also das heißt, jetzt ist er im Bereich, dass er mit einem Schuss weg ist. IS verschießt, bleibt aber weiter hinter ihm. Jetzt will er wohl nur noch den T50 abhalten. IS prallt jetzt auch noch wieder ab. Das ist ja unglaublich. T150 prallt ab. So, jetzt... Der IS prallt wieder seitlich ab. Was macht der denn? So, jetzt nimmt er den raus. T50, du überlegst dich jetzt dann doch mal rumzuschauen. Prallt wieder ab. Bulldog, was ist denn hier los? So, jetzt nimmt er erstmal den Rheinmetall raus, weil das ist für ihn so gefühlt die größte Gefahr gewesen. So, T50 nimmt jetzt auch den so weit, dass er definitiv mit einem Schuss jetzt weg ist. Langsam bekommt er aber natürlich auch ein Problem, was seine Granatenanzahl angeht. Seinen Krieger hat er schon, aber der ist... Also, wenn ich vorher meinte Trollpanzerung, dann weiß ich aber nicht, was das mit dem erst war. Das ist ja unglaublich gewesen. So, jetzt hat er verschossen. Das heißt, jetzt kann er ihn rausnehmen. Aber diesmal klappt es nicht. Jetzt hat er auch nicht getroffen, beziehungsweise auch einen Abpraller gehabt. Da hätte er meines Erachtens schöner seitlich erfahren können. So, jetzt aber. Jetzt funktioniert's. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Bulldog? Schaut euch mal an, was das hier für ein Schlachtfeld mittlerweile ist. Da die 5 Panzer, 6 sind sogar, 6 Stück mit dem ES3. Und dann ansonsten hier noch Ding. Aber auch der ES3 hat wieder so viele Hitpoints. Das gibt's doch gar nicht. Was hat denn sein Team bis dato gemacht? So, jetzt auch der ES3 prallt ab. Was ist denn hier los? Unglaublich einfach. So, jetzt hat der Bulldog da noch oh, schaut's mal hin, die Hitpoints mit 2 Granaten. Könnte das funktionieren? Er muss aber beide auch definitiv treffen. Und jetzt trifft er ihn auch noch. Jetzt ist der Bulldog one and one. Das ist unglaublich. Ich fasse das nicht. Das ist, glaube ich, eines der geilsten Matches, die ich jemals kommentiert habe. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Bulldog haut jetzt ab. Der hat genug, der denkt sich, jetzt will nicht mehr. Das ist einfach ein Gegner, den kann ich nicht besiegen. Jetzt muss aber natürlich mit der Granate haushalten. Diese eine Granate entscheidet jetzt über Sieg oder Niederlage. Und da ist er. Auto-Aim.
Und er hat alle Zeit der Welt und nimmt ihn raus. Macht seinen 9. Kill. Radley Walters, unglaublich viele Medaillen. 5.700 geblockt. Hat 8.600 Schaden gemacht. 2.190 Base-XP. Also das war allererste Sahne. Und wenn das kein Daumen nach oben verdient, dann weiß ich auch nicht mehr. Mir hat sensationell gefallen. Ich hoffe euch auch. Ansonsten, ich freue mich wieder auf nächste Woche beim Replay of the Week. Bis dahin, alles Gute, euer Alcaramba.